Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu meinen Weekend League Belohnungen. Bevor wir allerdings mit diesen starten, würde ich sagen, dass wir noch ganz flott die Division Rivals Packs öffnen. Hier haben wir 4 Prime gemischte Spielersets bekommen und 2 Jumbo Premium Gold Spielersets. Die Prime gemischten Spielersets werde ich, soweit da jetzt nichts Besonderes drin ist, ja einfach mal etwas vorspulen, damit sich das Video nicht unnötig in die Länge zieht. Und ich denke, bei den Jumbo Premium Gold Spielersets wird es dann wieder etwas interessanter. Also fangen wir einfach mal an. Ja, Freunde, wie erwartet war in den Prime-gemischten Spielersets wieder mal nichts drin. Aber wir sind gespannt, was EA uns jetzt in den 25k-Packs zu bieten hat. Die sind schon etwas besser. Da hat man nochmal die Möglichkeit, etwas ja deutlich Schmackhafteres drin zu ziehen. Allerdings starten wir direkt mit, ja, nicht mal einem 83-Plus-Spieler in die Packs rein. Paar Duplikate dabei, die tausche ich nochmal eben schnell durch, ob wir da noch ein paar Münzen mitnehmen können. Ihr wisst Bescheid, bei einer Road to Glory nimmt man natürlich gerne jeden Coin mit. Auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen länger dauert. Aber ich probiere meine Videos auch nicht unbedingt künstlich zu ziehen, sondern das alles möglichst schnell abzufrühstücken, damit ihr euch auch möglichst nicht langweilt. Ich möchte euch natürlich unterhalten. Auch hier wieder leider nichts dabei, heißt die Division Rivals Belohnungen haben sich dieses Mal wirklich gar nicht gelohnt. Es war rein gar nichts da drin, allerdings haben wir jetzt wieder ein paar Spieler, die den Verein füllen und irgendwann können wir damit dann auch die Upgrade Packs machen und haben dann nochmal die Chance, etwas Besseres zu ziehen. Und dann können wir uns jetzt gleich auch eigentlich schon den Weekend League Belohnungen widmen. Schreibt an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare, welchen Rang ihr in der letzten Weekend League erreicht habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Bei mir ist es, ja, wie eigentlich immer, mal wieder Gold 3 geworden. Ihr wisst, wenn ihr meine Videos schon etwas länger schaut, dass ich weiter sowieso nicht spiele als Gold 3. Da habe ich meine 2 Player-Picks, ein paar Packs und Coins am Start. Bin für die nächste Weekend League direkt wieder mitqualifiziert und das reicht mir ehrlich gesagt. Höher lohnt sich für mich einfach nicht zu zocken. Und ja, ich bin gespannt, was wir dieses Mal in den Player Picks haben. Die letzten Wochen war leider nur Schmutz dabei. Dieses Team of the Week ist ganz okay. Einer Top 5 Spieler würde ich auf jeden Fall gerne ziehen. Aber wir schauen direkt mal rein und es ist direkt ein Tejus. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Der ist auch in der Top 5 dabei. Das läuft auch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall über 100k wert, meine ich. Und von den Werten auch echt stabil. Den kann man ja auf jeden Fall auch spielen, wenn man möchte. Wobei ich denke, dass er nicht ja mein Footmess Mandy ersetzen wird. Und wir schauen direkt mal ins zweite Player-Pick hinein, was EA uns da denn so zu gönnen hat. Ein Sancho. Ja. Da bin ich seit langem mal wieder echt zufrieden. Also ich fände einen Firmino noch geiler, aber Leute, ich bin... Also die letzten Player-Pick-Wochen waren echt hart für mich und für euch wahrscheinlich auch. Und jetzt ein Double-Walkout in den Player-Picks in Gold 3 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Titel, würde ich sagen. Ich bin einfach mal zufrieden, ich will mich gar nicht beschweren. Das war das Beste, was ich in den letzten Wochen mal wieder gezogen habe. Ein Sancho auf Ehre als Dortmund-Fan immer natürlich auch noch gerne mit. Ein Tejus, den man spielen kann. 2 87er zusammengefasst, was will man da mehr? Bevor wir es vergessen, qualifizieren wir uns auch direkt mal für die nächste Weekend League. Sogar jetzt gerne, weil diese Player Picks haben sich einfach mal gelohnt. Ne? Auch ihr zu Hause nicht vergessen, euch zu qualifizieren, sonst wisst ihr am Wochenende wieder nicht, was ihr machen sollt mit eurer Zeit. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt noch die 2 Megapacks und das Gold-Spieler-Pack.
Ja, was soll ich sagen? Ich erwarte nichts mehr. Ich bin schon zufrieden. Ist auch gut, dass ich nichts erwarte, weil hier ist schon wieder nichts drin im Megapack. Gucken wir mal. Das ist schwach für ein 35k-Pack, aber okay. Sortieren wir den Schmutz nochmal eben raus, den wir nicht gebrauchen können, damit wir den Verein nicht unnötig vollmüllen. Ein paar Duplikate wieder dabei. Der Vorteil ist natürlich, dass die Weekend League Belohnungen tauschbar sind und man damit noch ein paar Coins machen kann. Einfach alles, was doppelt ist, abzustoßen, wäre an dieser Stelle irgendwie auch blöd. Wieder kein Walkout, aber er geht zumindest in die Arena. Und wir haben einen defensiven Mittelfeldverteidiger, den defensiven Mittelfeldspieler von Ajax. Das war jetzt aber auch schwer. Ach, das Pack geht aber klar. 283er mit am Start. Kann man ganz gut für SBCs benutzen, denke ich. Ist okay, da beschweren wir uns nicht. Man muss ja auch mal realistisch bleiben. Man kann nicht ständig nur Walkout ziehen. Auch wenn es schön wäre. Aber, naja. So, letztes Pack, Freunde. Wir starten direkt rein. Gar nicht lang schnacken. Wieder kein Walkout. Geht durch. Ist ein deutscher zentraler Innenverteidiger von Bayern München. Und das ist der gute alte Niklas Süle. Den haben wir, glaube ich, schon im Verein. Können wir aber zum Glück, weil er ja tauschbar ist, auf die Transferliste schmeißen. Und der bringt auch noch seine paar Coins, glaube ich. Ich glaube, um die 10.000 müsste der noch wert sein, aber lasst mich nicht lügen. Ist in Ordnung. Zusammengefasst haben wir ja gut und gerne mit der Weekend League 50.000 Coins gemacht und zwei Top 5 Player Picks gezogen, die insgesamt auch so um die, ich schätze mal, 200 bis 300k wert sein müssten. Da kann man nicht meckern. Jetzt gucken wir noch einmal schnell und gönnen uns das, was ist es für ein Pack? Ich habe es gar nicht gesehen. Jumbo seltene Spieler Gold Pack. Ich habe nämlich 200 Squad Battles Partien geschwitzt, auch dank der Icon Swaps Aufgaben. Vielleicht haben wir da ja jetzt noch was drin. Das finde ich allerdings schade. Das Set ist untauschbar, wir haben keinen Walkout, man muss dafür 200 Squad Battle Partien auf, weiß ich gar nicht welchen Schwierigkeitsgrad, gewinnen. Ja gut, haben wir einen 85er, ist in Ordnung, können wir in eine SBC stecken. Aber da könnte EA mal in diesen Packs auch ein bisschen mehr gönnen, finde ich. Wenn man schon wirklich so viel FIFA spielt, dann sollte das, finde ich, auch belohnt sein oder belohnt werden an dieser Stelle. Ja, und während ich das hier austausche, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Cut und ich zeige euch mein Team für die kommende Weekend League, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, das ist mein Team, mit der ich in der kommenden Weekend League spielen werde. Es hat sich nicht viel verändert. Die bekannten Gesichter sind nach wie vor mit dabei. Wir haben Mahrez getauscht gegen den guten alten James, den wir uns erschwitzt haben. Und ich muss sagen, der hat echt stabile Werte. Es war nur 4 Sterne Weakfoot, hat Mahrez allerdings auch. Ich bin mal gespannt. Ein paar Spiele habe ich schon mit ihm gemacht, ein Tor habe ich noch nicht mit ihm geschossen, aber er hat das ein oder andere Tor schon vorbereitet, wie ihr gerade vielleicht auch gesehen habt. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Karte mitzunehmen, wie ich finde. Man muss keine Coins rein investieren, man muss sich den schon mehr oder weniger erschwitzen, beziehungsweise mit Squad Battle Partien ist relativ einfach. Einfacher als in Division Rivals auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr ihn schon habt und ob ihr vorhabt, ihn noch zu machen. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao!